Ja, dann wieder raus. Und nur so als kleine Warnung, ich denke, diese Folge wird fast komplett damit draufgehen, dass wir hier zu den diversen Geschäften gehen, gucken, ob wir irgendwo Samen finden können, vielleicht noch mit ein, zwei Einheimischen reden, ob die irgendwas Neues für uns haben oder Informationen, wo man halt Samen herkriegen könnte oder halt andere Gegenstände, die wir für Seitenquests gebrauchen können. Das heißt, erst nächste Folge werden wir uns wieder in Richtung Unterdorntief aufmachen. So, hey du. Du bist nur ein ganz normaler Einwohner, oder? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Der Töpfer. Was verkauft ihr? Dieser Laden ist mein Zuhause. Ich habe hier. Das hatten wir, glaube ich, schon. Nee, du bist uninteressant. Raus. Das war auch nur einfach ein Privathaus. Nee, du bist der für das Addon. Später. Du sp oh, wobei, sprich du mal mit dem. Woher in den Höllen sind diese Monster gekommen, die Kuldahar gestürmt haben? Vor einem Monat zum anderen wurde der große Baum angegriffen. Ja, da haben wir dafür gesorgt, dass alles wieder in Ordnung war. Sie spricht von den Neo-Uroks, die kurzfristig hier waren. Aber die wurden ja vertrieben. So, Kneipe. Hier könnte es neuen Dialog geben. Achso, sie verweist uns jetzt gerade zu der Herberge, weil wir da schlafen können. Hier gibt es das nicht. Ich hatte eine Unterhaltung mit Aldwin. Ich glaube, er wird seine Kunden und diese Stadt von jetzt ein wenig fairer behandeln. Achso, das war Gasthof zum Abendschatten. Und das bezieht sich darauf, dass wir ihn quasi verpfiffen haben. Nun, wir werden sehen. Ich traue ihm nicht. Kein bisschen. Er selbst könnte Aidan getötet haben. Jawohl, das hätte er. Dieser kleine Gauner sollte hier gut auf sich aufpassen, sonst mache ich einen Fußabtreter aus ihm. Okay. Nicht unbedingt wichtiger Dialog, aber das hat sich jetzt auch aufgeklärt. Etwas zu trinken wäre gut. Gers erzählt was über eine der Gruften, die im Tal der Schatten sein soll. Er sagte, einer von ihnen sei die Gruft von Kresselak, dem schwarzen Wolf. Er hat diese Gegend vor Jahren terrorisiert, mit einer ganzen Legion von Soldaten, Schamanen und Priestern in seinem Gefolge. Gerüchten zufolge soll er ein Schwert von der Größe eines Mannes haben, mit dem er Feinde in der Mitte durchteilen kann. Es war ein Zauberschwert, das die Kälte abhielt, aber bestimmt nicht den kalten Atem des Todes, möchte ich wetten. Das haben wir bestimmt in unserem Beutel inzwischen. Aber leider keine Samen. Also es könnte ja sein, dass er irgendwelche Samen vorrätig hat, um die in irgendeinen Schnaps reinzuschmeißen oder die zu zermahlen und daraus dann irgendwas mit Essen und Trinken herzustellen. Das war so mein Gedankengang. Aber anscheinend nicht. Im Tempel ist es unwahrscheinlich, dass wir was finden in der Richtung. Aber vielleicht bekommen wir Hinweise auf die Priester. Wobei, für die Hinweise zu den Priestern müssten wir eigentlich nicht nach Kuldahar, sondern in die Stadt, wo wir aufgebrochen sind. Die da wäre Osthafen. In Osthafen war der Tempel. Und da wurde, glaube ich, auch zum ersten Mal von den Priestern, von dem Imata-Priester, der ausgezogen ist, gesprochen. Aber das ist jetzt ja schon eine ganze Weile her. Ihr erwähntet vorhin einen gewissen ehrenwerten Bruder Pokellen. Wer ist das? Ja, genau der ist das, der, ne, unten auf uns wartet. Der ehrwürdige Bruder Pokellen ist ein ranghoher Priester Elmatas, der bei uns zu Gast war.
Er kam vor einigen Tagen durch Kuldehar auf seiner Pilgerreise zum Kloster des weinenden Flieders in Brunschenda. Er ist von weit her gereist, den ganzen Weg von Kormyr, hat er, glaube ich, gesagt. Er muss aus einer entlegenen Gegend stammen, denn er trug ein heiliges Zeichen Ilmatas, das sie noch nie gesehen hatte. Jedenfalls versprach er uns, mit Hilfe wiederzukommen, sobald er Brunschenda erreicht hat. Ich hoffe, es ist ihm nicht zugestoßen. Nee, ist es ihm nicht. Das war alles eine Lüge. Das ist ja kein Priester des Ilmatas. Euch gehen die Bestände aus. Achso, der... Ich habe nur gerade gefragt wegen Heilmitteln und dergleichen. Dann verweist er uns halt auf den Magier und den Gnomen. Da hatten wir aber schon mit ihm drüber gesprochen, also ignorieren wir das. Und gehen von hier aus jetzt hoch zum Gnomen. Der Gnomen sollte doch eigentlich alles verkaufen, oder? So ein bisschen Ramsch, ein bisschen was zum Basteln. Da sind doch bestimmt auch irgendwelche Samen dabei, die wir brauchen. Und die er nicht mehr gebrauchen kann. Und es sind immer noch 3 Kühe. Wobei, war hier nicht auch eine? Ne, ich glaube nicht. Was habt ihr denn so? Ganz viele Öle. Nö. Keine Samen, kein gar nichts. Und wir können hier auch nichts Tolles verkaufen. Ja. Okay. Trank, was machst du? ETW 0 wird auf 80% der aktuellen Basis gesetzt. Trefferrunde. Oh, das ist ordentlich. Nee, den kleinen Kram sortiere ich jetzt nicht aus. Raus. Und zum Schmied. Da sollten wir. Wobei, die Edelsteine wurden beim Schmied, glaube ich, auch nicht los. Das war nur beim Gemischtwarenhändler. Der ganz unten links. Gwenlin. Genau, nicht so vordrängeln. Können wir hier nicht verkaufen. Wie? Sind die Artukan weg? Nein. Wo? Ich habe gerade den Beutel verkauft, oder? Nein, ich bin im Beutel drin. Okay. Panik. Krummsiegel plus 3, nein. Schattenkutschwert, nein. Kettenhemd plus 2 kann weg, Streitkolben plus 1 kann weg. Die beiden können weg. 21 Winterwolfpelze können weg. Oh ja, sehr schön. Ganze Standardsachen. Den Rest behalte ich, falls sich da mal was anbietet. Wobei, die Pets behalte ich so. Verkaufen sie bei 36.000. Hier war sonst nicht so tolles. Oh, Munition. Das hätte ich fast vergessen. Ja. Da, Kugeln. Was? Du verkaufst nur noch... Achso, du hast keinen Platz, deswegen. Ich dachte schon. Auch kein Platz? Seriously? Was ist hier los? Warum geht das nicht? Na gut, dann halt so... Bisschen umständlich, aber was soll's. Ich hoffe, das war nicht deine einzige Schleuder. Und du bekommst ganz normale Pfeile.
wie ganz normale Pfeile. Oh, und auch noch Kugeln und eigentlich brauchst du Bolzen. Das schmeißt dann einfach alles in den Nimmervollen. Ja, genau das da. Das kommt noch zu dir, das kommt zu dir, das kommt dahin. Also wir könnten nochmal 240 für sie gebrauchen. Wir könnten... ja, 280 für dich gebrauchen. Dieses machtvolle Ding kann da mal rein. Der Rest kann weg. Passt nicht. Na gut. Ja, also nochmal eine ganze Menge. Und du brauchst halt die Bolzen noch für dich selber. Der Behälter ist voll. Okay. Oh, warte. Die, genau, die sollen da mit rein. Also, stupst den nochmal an. Wir würden gerne kaufen. Kaufen. Du. Bolzen. 3 Stacks. Kugeln. 3 Stacks. Jetzt geht es auch wieder. Also halbwegs. Okay. Haben wir jetzt genug einfache Munition für die ganz normalen Gegner. Dass, wenn sie gerade nicht am Zaubern sind, dass sie wenigstens Steine schleudern können. Und das im Stürmer sieht echt abgefahren aus. So. 80er Jahre Fantasy. So, nächster Halt. Gemischtwarenhändler. Um da dann hoffentlich die ganzen Edelsteine loszuwerden. Das sollten dann auch nochmal 10.000 Goldmünzen oder so sein. Achso, und hoffentlich auch Samen. Weil, ja. Also das Naheliegendste wäre eigentlich für mich der Alchemist gewesen. Dass man da Kräuter-Samen kaufen könnte. Dann danach Gemischtwarenhändler und erst danach kommt Schmied, Taverne, Tempel und so weiter. Also noch sehe ich gute Chancen hier zu finden. Ansonsten einfach während unser Abenteuer die Augen offen halten. Wobei es komisch wäre, wenn wir jetzt einen Unterdorntief Samen finden, um sie dann später wieder in die Hand zurückzubringen. Hi. Ich will nicht Mamas Tee kaufen. Leier. Nö. Einfach nur nö. Schade. Achso, und ich sollte nicht mit ihm einmal Sachen verkaufen, nur um sie dann später mit Gwendolyn nochmal zu verkaufen, dann verändern sich die Preise nämlich. Schön alles auf einmal. Passt wieder nicht alles, ne? Na gut, dann jetzt. Du. Öffnen. Ein davon. Zwei davon. 12 davon. Okay, es werden doch nicht 10.000. Ich habe irgendwie überschätzt, was die wert sind. Oder? Ja, ein paar sind auch teurer. Das geht dann ja auf. Perlen vor allem. Jo, sehr gut. Diamanten? Würde ich eigentlich fast ganz gerne behalten. Ja, Diamanten behalte ich mal. Einfach nur, weil die selten zu sein scheinen. So ist nur einer. Warum kann ich hier wieder nicht... So. Es ist halt komisch, dass das Interface unterschiedlich ist. Bei dem einen kann ich einmal draufklicken, der wählt alle aus. Und wenn ich im Beutel drin bin, muss ich mehrfach draufklicken und dann auswählen, wie viele ich verkaufen will. Das ist komisch. Das kann noch weg. Heiliges Chaos-Karten-Ding. Die waren doof. Halt.
So, dann hier raus. Und jetzt waren wir überall, bis auf bei den Magiern. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass der Magier nichts hat. Wir könnten vielleicht nochmal vor mit dem Goblin sprechen. Vielleicht kaut er ja gerne auf irgendwelchen Sonnenblumensamen rum oder so. Wobei das auch abwegig ist. Aber dann war ich wenigstens gründlich. Und kann mir nicht nachsagen lassen, dass ich zu sehr durchrushe. Ist Urik da? Ja, Meister ist im Zimmer. Haben wir hier irgendwas rumliegen? Nö. Wow. Ne, ich will nur sehen, was du zu verkaufen hast. Schriftrollen, Schriftrollen. Schriftrollen, 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 Schriftrollen und Sachen, die ich ihm verkauft habe. Inklusive mehr Schriftrollen. Was bist denn du? Träger wirkt unter der Wirkung von Verschwimmen. Das ist eine Schärpe. Magisches Geschoss auf ein vom Anwender gewähltes Ziel. Der ist so teuer. Aber ich glaube, ich kaufe es trotzdem mal. Einfach nur aus Neugierde. Und das für dich. Irgendwofür müssen wir unser Gold ja auch mal ausgeben. Hm? Ermöglicht dem Anwender folgende Zauber. Agnazas Flamme, brennende Hände oder Elementare bezaubern. Ogilux, große Robe. Ne, wir haben schon eine Erz. Wow. Ernsthaft? Okay. Ja, für einen Magier, Krieger. Dual Class, ist das echt super. Ne, ich wollte eigentlich das Ding noch kaufen dann. So. Gucken wir uns das Spielzeug doch mal genauer an. Was hast du da? Handlungsfreiheit, Rüstungsklasse, das ist okay. Du kannst jetzt noch mehr Feuersachen machen. Das Ding macht plus 1. Was hat man noch gekauft? Genau, die Lederkappe, den Umhang. Und den Stab. 11 Ladungen nur, das ist echt wenig. Außer es sind 11 Ladungen am Tag. Das wäre okay, aber ich bezweifle das irgendwie. Der Speer von Kerrisch. Plus 3 Speer. Ja, ja. Komm in den Sack. Und ich denke, jetzt haben wir uns auch lang genug in Kulda rumgetrieben. Genau. Goblin pöbelt uns auch schon an. Dass wir nicht so lange rumlungern sollen. Das heißt, jetzt geht es nach Unterdorntief. Wobei wir nicht direkt nach Unterdorntief reisen können, sondern erst jetzt nach Dorntief müssen. Da dann durch die Eisschluchten durch, am Haupteingang vorbei, oben rechts durch diesen kleinen Seitengang und dann erst nach Unterdorntief. Oder? Doch, es geht sofort dahin. Ah, das ist doch praktisch. Warum kann ich da nicht hinklicken? Ah, okay. Wenn wir jetzt hierhin reisen, haben wir jetzt hier die Auswahl, wo wir hingehen möchten. Da geht's nach Unterdorntief. Und da ist auch unser nächstes Ziel.